Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead. Warte kurz, ich kann hier noch. Ja, doch, es geht den Greenscreen noch ein bisschen besser aus. Egal. Da vorne ist ein D und dort reiten wir jetzt mal hin. Ah, da müssen wir gar nicht hinreiten. Alles Dutch. Look. Stop when we find some place sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low? Turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Now, where have I heard that before? Und wieso leckt mir das jetzt? An OBS, was ist wieder los? Ey, ich raste aus. Wir müssen jetzt schon mal irgendwo hinreiten, weil wir ziehen ja auch um jetzt. Ja. Ich reite mal dorthin mit ihm. Mal gucken, was dort so abgeht. Oh, okay, da liegt jemand. Wir müssen jetzt die Leiche untersuchen, okay. Hier, hier ist niemand da. Hier drin auch nicht. Muss ich jetzt in jedes Zelt rein? Nein. It's okay. Come out of there. You okay? I don't mean you no harm. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on. Get out of here. Go. We need the land. Go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men. Last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. The girl was pointing this way. Ja, okay. Wir müssen jetzt schon mal Charles folgen und ja, der weiß jetzt wohin halt. Okay, wir müssen jetzt dieses Lager hier absuchen nach so einem Typen. Machen wir doch. Let's go. Hier ist niemand. Da hinten. Okay, warte mal so. Nehmen wir uns mal unser Messer. Und losschneiden. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne, Vorsicht! Take cover! I see three coming this way. What the hell do you think you're doing? This is not! Boah, ich bin so scheiße. Ich hab hier gar nichts. So, kurz nachladen. Digga, wie lange lädt der denn? So. Alter, geh doch mit dem Bogen rein, geh doch in Deckung. Das ist doch nicht schlimm. Also einfach ein Indianer halt. Ja, kommt da noch was? Glaube nicht. Tja, jetzt beruhig dich doch mal. Er rastet komplett aus. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, okay. Hey, you wait there a second. Charles. Go find Dutch, get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Okay, dann bringen wir dich doch mal zurück. So, dann bringen wir den noch mal zurück und dann wird wahrscheinlich Dutch hier das Gebiet mal angucken, wie er das Ganze findet und dann
werden wir wahrscheinlich umziehen. Bis später. Ja, auch so in einer richtig deutschen Mütze, Alter, der Sohn, Alter, Ehrenmann. Also, wieso ist unser Charakter so unfreundlich? Ich verstehe das nicht. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Das war weird. Tschüss. Aber passt besser auf euch auf, unbedingt. Ist aber echt schön hier so in einem kleinen See. Nice. Kapitel 3. Clemens Point. Nice, Alter, wir haben auch einen Goldbahn bekommen. Und Kapitel 2 abgeschlossen. Nice. Hier fände ich es fast besser. Hier haben wir so eine kleine Stadt, Alter, wirklich. Und halt auch so schön an dem See. Ja, es ist, glaube ich, ein See. Hm. Okay. Wie nah, dass wir voneinander stehen. Trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. Okay, wir müssen jetzt schon mal etwas zeigen. Wir reiten jetzt mal mit denen mit. Mal gucken, wo sie uns hinführen. Oh, Alter, ist hier gerade ein Überfall oder was? Wieso steht der Zug still? How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur! Chase wanted, man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Oh, Alter, jetzt müssen wir die einfangen, oder? Oh lol, ich muss F drücken. 1, 2, 2, 2, 2. Oh. Das hat weh, Alter. Spaß, die Alter. Bin kein Bulle, du Arschloch, Alter. Bam. Bin ein freier Mann. Alter, jetzt schlag doch den kaputt. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Ui. Ja, einer weniger, würde ich sagen. Nein, ich lasse ihn nicht gehen. Oh, Ding ist, er hat ein Messer. Das könnte uns gleich ein bisschen kritisch werden. Komm, jetzt hau den Archer. Jawohl. Oh. Ja doch, das Messer hat er nicht mehr. Das ist schon mal gut. Alter. Geben die wieder volle Möhre. Oh.
Yeah, let's go. Just about. Ach so, jetzt muss ich den aufheben. Bring him out here. Deputy. Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. Let's go. Bringen wir ihn doch mal zurück. Okay, wir sind jetzt hier in dieser Stadt scheinbar. Rhodes oder wie die heißt. Rhodes oder so, keine Ahnung. Sieht gemütlich aus und wir müssen jetzt den Typen einbringen. No more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. Now, I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you staying? I'm renting a caravan. Edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families, his lot, Gray's, and the Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses and falling out of rebel gold and marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around, see what you can find out about that. I have missed you boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I could not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these two plantations. Okay, nice. Das ist doch ein perfekter Ort, um aufzuhören. Hier in dieser schönen Stadt. Ja, sie haben jetzt zwar gesagt, ich soll mich noch ein bisschen umgucken, aber das mache ich beim nächsten Mal. Nein, einfach gar nicht. ja. Auf jeden Fall war es das mit dieser Folge. Red Dead Redemption 2. Ja. Ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Lonesome Cowboy. Lonesome Cowboy. Lonesome cowboy.